Heute geht es wieder mal auf eine Tour, ein bisschen langsamer diesmal. Aktuell geht es noch ins Tal hinunter, auf das Ziehgebiet hin, wo ich letztens aufgehört habe zu untersuchen, beziehungsweise den Bach, den ich komplett mal abgehen wollte. Bis dorthin gehe ich erstmal noch einen anderen entlang, mal schauen, was mich hier so erwartet. Bis zum Zielgebiet dann. Vielleicht auch mit ein paar kleinen Zwischenschritten, ein paar Felsen vorbei. Ich lasse mich mal überraschen. Ja, der Bach hier macht auf jeden Fall überhaupt gar nichts her. Ist komplett verbaut. Nützt mir also nichts. Geht weiter. Wo allerdings das Stück hier mitten im Wald kommt, ist mir jetzt noch ein bisschen fraglich, weil ich sonst wo nirgendwo Spuren davon sehe. Vielleicht schaue ich mich doch noch ein bisschen um, um davon noch mehr zu finden. Oder es liegt wirklich nur zufällig rum von irgendwelchen Bauarbeiten. Das wäre möglich. Ja, der eine Bach endet erstmal hier. Und wer sich vielleicht ein bisschen auskennt, habe ich hier gleich wieder einen kleinen Hinweis, wo ich mich eigentlich befinde. Da ist noch meine Aussicht. Den Felsen hochgekraxelt. Also noch mehr. Nein, da hoch gehe ich jetzt nicht. Ist mir heute definitiv zu anstrengend. Aber ich liebe solche Felsen. So, und hier bin ich am Zielgebiet angekommen. Hier geht es jetzt hoch. Das ist ein Bechstein hoch. Immer weiter. Das sind bestimmt ein guter Steckmaß, so 500 Meter werden es schon sein jetzt, insgesamt. Das Klick heute natürlich gleich so schnell kommen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Sieht man hier gleich die Parkastelle schon. Ist jetzt nicht viel. Aber eigentlich ganz gute Spuren schon mal. Ich denke, für den ersten Griff in den Bach ganz gut. Was auf jeden Fall hier wieder zu finden ist, sind diese Stückchen mit diesen Trümmerungen. Aber würde ihr mir wirklich nur was nützen, wenn das schleifbar wäre. Auch nicht zerbrechen würde, aber sieht man ja schon die ganzen Risse. Würde wahrscheinlich nicht stabil bleiben beim Schneiden und Schleifen. Dabei stelle ich mir natürlich immer die Frage, woher kommen diese riesengroßen Brocken? Wirklich nicht gerade klein. Genauso wie dieser riesige Quarzbrocken. Ja. Und dann haben wir zum Vergleich schon ein ganz schönes Teil. Auch hier wieder ziemlich große Stücken von diesem roten Material. Hier wieder mal ein großes Quarzstück. Hier so ein Stück. Hier ist auch das nächste rum und hier liegt auch schon wieder das nächste. Halt auch nochmal. Jetzt als Hinweis, wonach ich eigentlich suche, sind hier weniger Kristalle als vielmehr interessante Gangstücken, beispielsweise mit Rauchquarz oder eben auch mit Jaspis, die man geeignet schleifen könnte. Genauso wie eventuell Hämatitstücken, wie ich schon mal gefunden habe, hier in der Nähe. Und sowas hier ist eigentlich auch ganz hübsch. Belegt jedenfalls, dass es ja schöne Quarze geben könnte. Ich schau mal weiter. Hier ist auch ein kleines Ding mit einer schönen Färbung drin. Naja, vielleicht finde ich doch noch was davon. Ja, und immer wieder auch mal ein kleiner Blick in die eigentliche Natur hier, die man um sich drum hat. Waldluft pur, sehr gesund. Ich merke es,
immer meine Atmung, die jeden Tag besser wird, wenn ich mich hier draußen im Wald befinde. Aber auf sowas stößt man immer wieder mal im Bach. Ist aber leider alles, wie man sieht, sehr abgenutzt. Die Gerstelle, man sieht da noch einzelne Katten davon, aber naja, alles zu grob. Mein Sohn hat auch wieder was Interessantes gefunden. Wenn man hier mal reinschaut, sieht man die leichte graue Färbung in Richtung Rauchquarz andeutet. Zum anderen noch hier sieht man die Katten von dem Kristall, der wachsen wollte, aber aus dem irgendwie nichts wurde. Ja, wie man auch wieder sieht hier, zu viele Risse, um das zum Schleifen mitzunehmen. Schade, aber man weiß jedenfalls schon mal, dass hier auch was vorkommen kann, wie Rauchquarz. Und auch bei dem sieht man wieder so kleine Ansätze von Kristallwachstum an den Flächen. Aber wie gesagt, wollte nichts werden. Alles dann zu kompakt geworden. Ich habe jetzt was doch entdeckt. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Sieht auf den ersten Blick erstmal noch einen ganz groben Quarz aus. Aber jetzt schaut mal fein hier rein. Erkennt ihr was? Fläche, Fläche. Noch eine Fläche und noch eine Fläche. Das war mal ein Kristall. Die nehme ich hier auch erstmal mit. Schau mal aus, wie es möglich ist, ein bisschen zu reinigen von diesem Eisenbelag. Ja, vielleicht die Katten mal ein bisschen anschleifen später. Ganz interessant. So, irgendwas schaut mich gerade hier an. Das kann ich natürlich nicht unversucht lassen, das rauszuholen. Kann eine Niete sein oder ein Erfolg. Ich werde mal sehen, was dabei rauskommt jetzt hier. Naja. Mit dem Lehm als mich verwachsene. Ich habe jetzt mal eine Idee. Kann sein, dass es komplett hinten losgeht. Aber naja, Risiko muss ich eingehen. Ging jetzt noch nichts los davon. Ein kleines Stückchen. Nochmal versuchen. Hat es jetzt nicht so gebracht. Aber zumindest habe ich jetzt auch nichts entfernt, was schön war. Wie nicht richtig ganz scharf zoomen. Versuche das nochmal ein bisschen zu bearbeiten. Die gab dazu auch mal mein Handy aus der Hand. So, naja. So wahnsinnig ergiebig war das jetzt nicht. Bei dem anderen größeren Stück. Eben auch so eine kleine Truse hier drin. Aber alles viel zu massives Material außenrum. Kann man jetzt nicht wirklich raustrennen, wie das auch spröde alles. Ja, ich lasse es mal liegen. Ja, hier habe ich jetzt was gefunden.
dann werde ich mich ein bisschen auslassen an diesem Brocken. In der Hoffnung, ich kann da vielleicht ein bisschen was rausholen. Hier ist noch mehr hier. Schauen wir mal, ob ich hier irgendwas retten kann. Wie man sieht, wahnsinnig viel habe ich jetzt nicht davon wegbekommen. Na, das ist alles zu massiv. Der Brocken bewegt sich auch überhaupt gar nicht. Das muss so groß sein und fest sein im Schlick. Da hole ich jetzt nichts raus. Auch das Stückchen kann ich nicht wegbasteln. Ein bisschen wegschlagen. Das wird nichts werden. Auf zu den letzten 100 Metern. Wieder ein kleiner Hinweis versteckt in der Landschaft. Aber mehr freut dich nicht. Und irgendwas habe ich natürlich jetzt auch noch gefunden. Habe ich jetzt hingelegt gehabt. Das nehme ich auf jeden Fall schon mit. Ich denke mal, das ist ganz, ganz interessant. Schön reinigen. Schauen, was da rauskommt. Sieht man schon die Kristalle. So, nun bin ich immer dort angekommen, wo ich in einem anderen Video eigentlich aufgehört habe. Ich bin jetzt an den Bayerischen Bach, wo es mich jetzt erstmal nicht mal lohnt weiter zu suchen. Ist einfach zu dünn, zu schmal. Korten auch sehr verwachsen. Und die anderen 30 Meter oberhalb, die noch folgen, die offen sind, habe ich schon abgesucht. Da ist jetzt nichts mehr Wesentliches. Stecken wir zu Hause wieder die Funde schön untersuchen. Tja, bei dieser Tour hatte ich mir diesmal wirklich etwas mehr erhofft. Der eine Stein hier, der feucht noch ganz nett aussah, ist, ja, der Zorn ist super hübsch. Hat so hier wirklich ein paar schöne Kristalle drauf, wie man sie vielleicht sieht hier im Licht. Aber es ist alles sehr derb trotzdem. Für einen Garten ganz okay. Mama wird sich freuen. Wieder einer von hunderten dazu. Interessant war noch dieser eine Brocken hier. Wie ich ja schon angedeutet habe, dass es hier mal eine schöne Spitze war, wie man an den Sechskant sieht. Ich habe es jetzt auch mal ein bisschen gereinigt versucht, bin damit aber noch nicht ganz fertig. Die Seite ist gereinigt, die Seite ist gereinigt. Hier sind ein paar kleine Stellen, die mache ich auch noch mit Oxalsäure weg. Die Seite hier habe ich jetzt schon mal mit Oxalsäure ordentlich gereinigt, beziehungsweise eingelegt. Und das andere ist, hier ist auch mal der Unterschied zu sehen zu der ungereinigten Fläche und der geätzten Fläche mit Oxalsäure. Sieht es ja ganz gut bis hierhin. Dort lag der Stein in der Oxalsäure-Lösung drin. Das noch nicht. Das heißt, diese Flächen werde ich noch damit behandeln, dann werden die auch schön aussehen. Hat auf jeden Fall der Stein an sich einen leichten, ganz schwachen orangen Ton, der aber auch nicht vom Eisen kommt. Und das ist rundherum so drin. Im Sonnenlicht sieht man jetzt leider nicht so wahnsinnig viel durchscheinen. Muss auch nicht sein, ob ich den mal anschleifen werde oder nicht, muss ich mir überlegen. Aber es ist auf jeden Fall wieder mal ein größeres Exemplar. Da weiß man, was theoretisch zu finden wäre. Ja, wenn es euch gefallen hat, wieder mal, würde ich mich wieder sehr gerne über ein Abonnement freuen. Also immer subscribe, subscribe, subscribe. Abonnieren bitte. Ja, und verabschiede mich schon mal jetzt. Bis zum nächsten Mal. Mal schauen, wo ich dann eine Tour mache. Ciao.